Nach den schweren Ausschreitungen am Wochenende in Rostock gibt es scharfe Kritik an den Sicherheitsbehörden. Bereits seit Mittwoch vergangener Woche sei bekannt gewesen, dass das Asylbewerberheim in Lichtenhagen überfallen werden soll. Verantwortliche Politiker hätten nicht rechtzeitig reagiert. Einer kommt auf mich zu, so ein Schrank, Helm auf dem Kopf, brüllt mich an und ich denke, na gut, mal sehen, was so ein Helm aushält. Komm weg, Uli. Werde dann sie. Mình nghĩ về rồi làm ăn lớn lao được chắc. Hay mở chiếc xưởng xe. Was halten Sie eigentlich so von dem ganzen Mist im Lichtenhagen? So als Politiker, meine ich. Ist doch eine Schande. Kann man das Gesinde nicht einfach wegschaffen? Eins verspreche ich euch. Morgen um dieselbe Zeit ist Rostock ausländerfrei. Das Schlimmste, was du jetzt tun kannst, ist nach Hause zu gehen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Rostock ist nicht ausländerfeindlich. Wenn du dort deinen Kopf rausstreckst, werden sie ihn dir abhauen. Politik darf und will nicht vor Gewalt zurückweichen. Hier und heute beginnt die völkische Revolution. Mein Vater hat gegen die Demokraten gekämpft, weil er Faschist war. Ich habe gegen meinen Vater gekämpft, weil ich Kommunist bin. Dann hast du gegen mich gekämpft, weil du Demokrat sein willst. Und jetzt frage ich mich, was Stefan gerade tut.